Hallo und herzlich willkommen zu einer 59. Ausgabe von Frag Venien. Ja, Frag Venien, ihr erinnert euch vielleicht dunkel, der ein oder andere. Was ist das? Das ist ein Format, bei dem ich eure Fragen vorlese und sie beantworte, die ihr ja normalerweise halt in den Comments schreibt. Ich habe mir jetzt für die 50. Ausgabe überlegt, dass ich den Leuten, die sich trauen, ich weiß ja, dass es mit Sicherheit nicht so viele sein werden, die Möglichkeit gebe, ihre Fragen live zu stellen. Ich habe jetzt schon drei Leute gesehen, tatsächlich, die ihre Frage hier live stellen wollen. Und von daher, ja, will ich die gleich mal reinholen, mal sehen, ob die sich ja auch trauen. Und dann gehe ich natürlich die Fragen ab, die wir sonst noch haben. In diesem Sinne auf jeden Fall schon mal eine ja, schönen Tage. Jetzt hier bald ist ja Weihnachten. Ja. Falls ihr jetzt hier zum letzten Mal mir zuhört, wünsche ich schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Gut, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, mit einer Frage hier von Meravin. Eigentlich keine Frage, aber es also wäre es möglich, so eine Art Kalenderübersicht zu machen, wann was erscheint. Denn es ist ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Podcasts und Let's Plays und ja, Raid Talk. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich werde mal schauen, dass wir sowas hinkriegen, damit man sieht, wann welcher Podcast rauskommt und so weiter, ja. Dann, ja, Farodin hat hier so ein paar Kritikpunkte anzubringen, denn er sagt, wird Venien.io zur Bild-Zeitung. Eigentlich finde ich deine Seite wirklich klasse. Auch an der Stelle nochmal Respekt für die ganze Arbeit. Aber ich muss sagen, dass ich solche News wie die Mimimi, guck mal, was die da machen, viel schlimmer und Blizzard hat uns nicht lieb. Ich denke, ist klar, welche gemeint ist. Er meint die von Lyca. Nicht standesgemäß sind und die Seite runterziehen. Wäre sehr schade, wenn sowas weiterkommt. Also ich möchte nochmal sagen, dass es keine News war, sondern es war eine Kolumne. Und ich finde das ja ganz interessant, was oder wie die Leute das so sehen. Lyca hat natürlich mittlerweile auch schon gesehen, dass die Koreaner oder was sie sind, ja, Koreaner, ne? Nicht Chinesen, das ist ja so verwirrend immer. Die Chinesen spielen teilweise auf koreanischen Servern, deswegen da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Koreaner, Chinesen, Asiaten auf jeden Fall. Was die da geleistet haben, ist auf jeden Fall ein ganz normaler Legit-Kill gewesen. Da gab es einige Diskussionen drum. Ich denke, wir werden da im Podcast nochmal drüber sprechen. Aber das hat ja auch Lyca mittlerweile gesehen. Gut. Wo wir gerade bei WoW-Themen sind, hole ich doch jetzt mal einen der Gäste rein. Und zwar den Lazy Orc. Den kennt ihr schon. Ich ziehe mal rein zu mir. Hallo, Lazy Orc. Hallo. Ja, freut mich, dich mal hier zu haben, quasi. Und dass du einer der Leute bist, die sich tatsächlich trauen, ne, sozusagen mal hier auch in die Aufnahme zu kommen. Dich kennt man ja auch aus vielen Frag-Venien-Folgen schon in der Vergangenheit, ne? Warst ja oft und lange dabei. Ja, du hast heute auch Fragen quasi zu WoW. Ja, nur eine, aber ja. Eine, okay. Ja. Wie wäre diese eine? Ja, also es geht um diese Battletechs. Also ich hab mich da jetzt mal als einer ge ja, ich habe mich als einer der habe ich ach Gott. Also du hast dich registriert wahrscheinlich. Ja, ich habe mich registriert und ich heiße jetzt Lazy Orc, Raute 2507. Ist die 2507 jetzt eine separate oder gehört es zum Namen dazu? Das ist Nee, 2000. also ich denke, das wird nicht unbedingt damit angezeigt, aber da geht es halt eben darum, dass sich ja die Leute, also zum Beispiel jeder kann sich Venien nennen im Prinzip, ja, weil das wird nicht irgendwie ja, kontrolliert, dass da halt wirklich nur ein Name von einer Person geclaimt werden darf, sondern es dürfen sich ganz viele Leute denselben Namen nehmen. Und da muss man natürlich gucken, dass man da irgendeine gewisse Unterscheidung reinbringt. Und das ist dann quasi jetzt diese Raute und diese Zahl dahinter. Im Also, Prinzip gehört, also wenn ich einer enden will, muss das da zugeaddet werden, weil es können sich auch ganz viele andere Leute Lazy Orc nennen. gibt es schon diese 1500 Lazy Orcs oder ist das eine zufällige Nee, Zahl? das ist eine zufällige Zahl. Also es sind nicht so viele, die so heißen, sondern da ist dann einfach eine zufällige Zahl hintergesetzt. Okay, alles klar. Ja, das war's schon. Sonst noch Fragen? Nee. Nicht. Alles klar. Gut, ja, dann danke ich dir, dass du da warst. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, ja? Feier schön. Dankeschön. Und lass dich reich beschenken, ja? Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, Mensch, das war doch nett.
Dann haben wir jetzt zwei Es für Tor-Frage, aber die holen wir gleich rein. Und zwar kommen nämlich jetzt zuerst mal Quoxy oder so, würde ich sagen. Äußert euch mal zu Guild Wars 2 und welche Zukunft ihr für dieses Spiel seht. Ich finde Guild Wars 2 sehr interessant und denke, dass da auf jeden Fall eine Zukunft ist, weil ihr müsst euch überlegen, Guild Wars 1 hat ja schon eine sehr, sehr große Käuferschicht angesprochen und sehr, sehr viele Leute haben sich das Spiel gekauft. Warum sollte dann nicht auch der zweite Teil sehr, sehr erfolgreich werden? Ne? Ja, der Anspruch von Guild Wars 2 soll ja sein, das beste MMO aller Zeiten zu werden. Ich persönlich finde das zwar interessant, aber habe starke Bedenken, ob alles gespielt haben mit GW3 dann wertlos sein wird. Gut, ich stehe jetzt hier nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich denke, Guild Wars 2 wird auf jeden Fall interessant. Ich habe mich da ja jetzt nicht intensiv bislang mit beschäftigt, werde ich machen, wenn es zu einer Beta kommt, aber habe mir einige Sachen eben auf der Gamescom angeschaut und war da auf jeden Fall sehr zufrieden und hat mir Spaß gemacht, ja. Gut, dann holen wir mal den Vara rein, der hat nämlich Fragen zu SW Tor. Hallo Vara. Moin. Du hast Fragen zu SW Tor, wie mir scheint, ja? Ja, da liegst du richtig. Ja, schön. Erstmal cool, dass du da bist. Ich glaube, so ganz so viele Leute haben sich da noch nicht hergetraut, deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass du da bist. Und ja, schieß mal los. Wie ist deine Frage? Ja, ich habe an der Zahl 5 Fragen. Oh, cool. Vorbereitung. Also die erste, ob du nach einem Charakterkonzept spielst oder einfach nur so auf Hell-Dunkel-Maximierung. Ja, also ich mache kein Konzept, sondern in den meisten Fällen wähle ich halt einfach tatsächlich die dunkle Seite, um das zu maximieren. Es gibt allerdings so ein paar Ausnahmen. Im Stream hat man das ja gesehen, da habe ich zum Beispiel positiv für die Revenita mich entschieden, weil ich das einfach bei diesem Charakter machen wollte, weil ich da fand auch die Lehren von den Revanitern ganz cool und habe mich da jetzt dann auch freiwillig und auf Druck der Community gegen die dunkle Seite quasi entschieden. Also ich habe jetzt nur so in bestimmten Situationen praktisch, genau, ja. Je nachdem. Mhm, richtig. Dann PvE-Items. Wenn man die im PvP trägt, ist das wie WoW mit so Abhärtung? Oder damit habe ich mich jetzt noch nicht so befasst, ob man die also, auch im PvP tragen kann, ob man direkt dann also extrem untergeht. Also ich hatte im Vorhinein eigentlich was gelesen, dass es auch so was Ähnliches wie Abhärtung geben soll. Das ist mir bis jetzt auch noch nicht über den Weg gelaufen. Die PvP-Items, die ich jetzt zumindest auf meinem Level mir geholt habe, also ich habe schon da ein bisschen gespielt und habe da schon einige Items rumfliegen, die haben jetzt nicht sowas wie Abhärtung oder so. Also von daher bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob es denn jetzt wirklich sowas geben wird oder wie das dann letztlich aussehen wird. Ich muss mir das nochmal angucken, bei Gelegenheit auf dem Endgame-Content, aber gerade durch diese Normalisierung und so weiter soll es sowas auf jeden Fall geben, damit man das so ein bisschen unterscheiden kann natürlich auch. Okay. Dann diese allgemeinen Werkstationen, die da überall mal in der Pampa rumstehen, kennst du auch bestimmt, ne? Ja. Haben die irgendeinen Nutzen? Weil irgendwie, wenn ich mit Steuerung rechtsklick auf die Items gehe, dann kann ich die doch auch upgraden. Ja, muss ich leider sagen, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Vielleicht ist da jemand in den Comments, der hier zuhört und uns dazu mehr sagen kann. Also gibt es irgendwie noch einen Nutzen von diesen Workstations, die rumstehen? Oder ist es im Prinzip dasselbe wie das, was man sowieso schon machen kann? Ja, genau. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwann mal nicht ging, sie dafür diese Workstations aufgebaut haben und sie sich dann gesagt haben, das wäre zu nervig. Wir machen das so. Das könnte ich mir halt vorstellen. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass man irgendwie so Special-Verbesserungen dann da irgendwann mal da dran machen kann oder so. Ja. Keine Ahnung. Dann Friseur oder sowas hast du noch nicht entdeckt, oder? Gibt's Nein. Das überhaupt? Gibt's nicht. Bislang nicht, aber... ich habe es noch nicht entdeckt. Ich habe jetzt auch noch nicht darüber gelesen. Ich möchte jetzt hier nicht, also das ist halt schwierig, jetzt schon zu sagen, das gibt es definitiv nicht, wenn ich es nicht hundertprozentig weiß. Und das ist halt so eine Sache, wo ich glaube, dass es das nicht gibt. Aber vielleicht späterer Patch, also wird das in späterer Patch einfügen. Und dann noch eine ganz allgemeine Frage, also so eine Anfängerfrage. Die Spezialisierung Level 10 ist komplett endgültig, ne? Ja, also auch da wieder hat man mir gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass das vielleicht in einem kommenden Patch geändert wird, aber soweit ich weiß, ist die erstmal komplett endgültig, ja.
Also Ja. leider dann nicht mehr zu wechseln. Okay, dann vielen Dank, ne? Das Ja, war's. gerne. Ich hoffe, dir gefällt SWTOR und ja, hast ein schönes Weihnachtsfest, ja. Ja, ebenfalls. Frohes Alles klar. Weihnachtsfest, guten Rutsch. Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ja, Mensch, der nächste, der hier Fragen hatte, ist doch schön. Ich dachte ehrlich gesagt, es kommt gar keiner, daher bin ich jetzt schon positiv überrascht. Was ist eigentlich Hausingen, möchte jemand wissen. Hausingen ist die Bedeutung, dass man sich quasi ein eigenes Haus ja, in einem Spiel wie World of Warcraft bauen kann. Ne? Also, oder nicht bauen kann, aber dass man einfach ein eigenes Haus hat, was man einrichtet, wie jetzt zum Beispiel auch bei den Sims oder so, ja, also das ist quasi Housing. Nefarian, aka Tomal. Was sagst du Schalke gegen Gladbach? Ja, sehr scheiße. Guild Wars 2 habe ich gerade schon mal gesagt. WoW, ausgebrannt oder kommt nochmal ordentlich was nachgeschoben? Ich denke, Mist of Pandaria wird richtig geil. Titan in greifbarer Nähe. Ja, wenn man 2, 3 Jahre als greifbare Nähe bezeichnet, dann ja. SWTOR, top oder flop? Möchte mich noch nicht abschließend zu äußern. Gut, auf jeden Fall. Ob jetzt wirklich top oder flop, ist halt im Moment noch ein bisschen schwierig zu sagen. Race to World First. Korea zieht an allen vorbei. Überraschung pur oder gibt es logische Erklärungen? Nee, mich überrascht das schon. Ich bin mir auch nicht sicher, warum das so ist. Aber ja, also mich überrascht das definitiv. Dass gerade solche Top-Gilden, wie wir sie halt kennen, da nicht wirklich schon, ja, vorher dran vorbeigezogen sind. Also hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, die Geschichte. Ich werde es mit Sicherheit im Podcast nochmal mit Xas besprechen, aber ich finde es auf jeden Fall überraschend. Rafuri, Ahoi Venian. Also ich habe eine WoW-Frage. Ich morge das Aussehen von Gegenstand 1 auf Nummer 2, dann den zweiten auf drittens. Welches Aussehen hat dann Nummer 3? Aha. Ich denke, du kannst einen Gegenstand nur von dem ursprünglichen richtig aussehenden ja, ummorgen, wenn du verstehst, was ich meine. Also, ich glaube nicht, dass jetzt beim Morgen dann der ja, momentane Skin, sondern das geht dann von dem Namen ab und von der Item-ID und so weiter. So glaube ich zumindest, ja. Meiner Meinung nach, aber ich weiß nicht genau. Ja, Clickenwing. Hey Venian, ich kann leider morgen nicht im TS sein, aber ich habe zwei Fragen an dich. Was glaubst du, unternimmt Blizzard dagegen, dass DS so leicht ist, dass Random Groups, die in ein paar IDs locker clearen und auch Hard Modes locker legen? Glaubst du, dass es gibt noch einen Nerf? Warum sollte es denn noch einen Nerf geben, wenn die sowieso schon so leicht ist, dass das Gruppen schaffen? Also ich denke, Blizzard weiß, dass die so leicht ist und hat das wahrscheinlich extra gemacht, ne? Hast du vor, in DS nochmal aktiv zu raiden? Also ich habe ein bisschen geradet schon, ja. Nicht jetzt exorbitant viel. Also ich habe den Looking for Raid natürlich ein paar Mal abgerissen, aber auch Normalmode. Und das war auch gut. Wenn dann im neuen Jahr. Jetzt im Moment ist halt Weihnachten und SWTOR dran. Im neuen Jahr werde ich es mir aber wahrscheinlich nochmal angucken. Clickenwing. Ach nee, das habe ich schon gehabt mit Clickenwing. Den Namen kannte ich doch. Ragnarof, ich wollte fragen, ob du bei deiner Eventgilde Office bestimmen könntest. Also ich hatte da schon mal mit dem Ronagorn gesprochen, aber er hatte mir gesagt, dass im Moment halt leider gar nichts mehr los ist bei der Gilde. Tut mir natürlich auch leid. Ich weiß, dass es mit Sicherheit an mir liegt. Ich wollte jetzt eben nach, ja, nach diesem Content, so im Januar, Februar, wenn Alex und die anderen auch 85 sind, wollte da noch mal ein bisschen was initiieren über das Let's Play. Peter Pan, hi Venian, wird es künftig auch Add-ons für SWTOR geben oder gibt es möglicherweise bereits welche? Ich spiele zwar auf Level 18 Schmuggler, aber ich vermisse ein paar Funktionen, die das Standard SWTOR UI noch nicht haben. Also ich weiß, dass das angekündigt wurde, aber eher für ja, spätere Sachen. So, dann hole ich mir mal den Michi rein. Der hat nämlich noch eine SWTOR-Frage. Hi Michi. Hallo Benjamin. Ja, du hast Fragen zu Star Wars The Old Republic, ne? Glaube ich. Ja. Dann schieß mal los. Also, ich wollte fragen, ob es in Star Wars The Old Republic auch ein neutrales Auktionshaus gibt. Da muss ich leider sagen, ich bin mir nicht sicher, weil ich mir halt nicht sicher bin. Ich habe es selber noch nicht gesehen.
Ich meine, in meinem Gespräch mit Fabian sowas gehört zu haben, bin mir da aber absolut nicht sicher. Deswegen müssen wir die Frage an die Community weitergeben und da gucken, ob einer von denen das vielleicht schon weiß. Mist, ne? Tut mir leid. Ja, kein Problem. Hast du noch eine Frage oder war es das schon? Ja, boah. Nicht so direkt, also die gehört hier nicht her. Kannst einfach fragen. Ja, was war bis jetzt dein Lieblings-Flashpoint? Die kann schon durchaus hier hingehören, also sehe keinen Grund, warum die nicht hingehören sollte. Ich fand den ersten, also Black Talon, glaube ich, heißt der, den fand ich bisher am besten. Ja. Jo, danke, Benjamin. Damit deine Frage Gerne. beantwortet. Okay, super. Alles klar. Dann danke ich dir fürs Dasein und ja, wünsche noch einen schönen Tag, ja? Jo, ciao, gar kein Mach. Tschüss. Ja, das war der nächste. Und wir kommen mal wieder zu unseren Textfragen. Und zwar, Zico, wie viel Spaß macht die SWTOR und wie hoch ist momentan die Chancen, dass ich dich länger binden kann? Relativ hoch. Es macht schon Spaß. Ich habe zwar gestern nicht gar nicht gespielt, aber ich habe gestern gar keine Videospiele gespielt, weil, also Videospiele sag ich schon, also keine, ja, nichts am PC gespielt, weder LOL noch WoW noch SWTOR. Einfach aus dem Grund, weil ich so ein bisschen ausgelaugt war, also so ein bisschen kränklich und was, glaube ich, so an Schlafmangel li lag. Und daher, ja, habe ich mich entschlossen, quasi gestern so einen freien Tag zu machen. Und ja. Gut, Manuel Neuer. Hi, Venin. Finde gut, dass es wieder eine Folge von Frag Venin gibt. Nun zu meiner Frage. Ich habe auf deiner Seite gelesen, dass der Jäger mit Mist of Pandaria keine Nahkampfwaffen mehr tragen kann. Richtig. Was wird dann aus dem Thunder Fury? Kann ich das dann nicht mal mehr just for fun anziehen? Wäre ja schade drum. Ich glaube schon. Ich meine, da mal was gelesen zu haben, dass man die zwar noch equippen kann, aber bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Dann kannst du halt nur keinen Bogen, glaube ich, equippen. Aber das nur jetzt leider auch so ein bisschen ins Blaue reingeraten, weil ja, die Beta ist noch nicht da und logischerweise weiß man da noch nicht alles, ne? Naja, gut, der nette Onkel Freeloot, hey, verdammt, dadurch, dass es Freitag und dann noch vor Weihnachten ist, verpasst du die Chance, endlich Frag Onkel Freeloot nachzuholen. So eine richtige Frage habe ich eigentlich nicht. Ich könnte ja fragen, auf wie vielen Weihnachtsfeiern du schon gewesen bist. Ich war gar nicht auf Weihnachtsfeiern bis her dieses Jahr. So eine klassische Weihnachtsfeier halt aus dem Betrieb oder so oder aus dem Verein, ja, mache ich halt gar nicht mehr. Deswegen. Ja, vielleicht möchte ich auch wissen, wie du zu Wham's Last Christmas stehst und wie oft du es dieses Jahr schon gehört hast. Gar nicht so oft, wie man denkt, weil ich selten normales Radio höre. Ich glaube, heute habe ich es einmal im Fernsehen gesehen. Wirst von dir auch einen Rückblick geben, während darin, ob ich Stellung beziehe zu ominösen Privatkrediten, zu ausschließlich ersheeteten Bosskills, man munkelt Stars zum Beispiel, hat die Instanz gar nicht betreten. Oder dazu, dass der Erste, das nächste Wort bitte spucken, Casual, in diesem Jahr geplatzt ist, weil ihm so viele Epics in den Hinter geschoben wurden, dass er ja gar nicht mehr arbeiten musste. Das wäre es soweit. Ich wünsche dir und dem Team ruhige, schöne Weihnachten und seid an den Feiertagen immer nett zu Mutti, wenn sie an die Tür klopft und den Kopf reinsteckt und fragt, warum ihr mal wieder wie gestört auf die Tastatur rumkloppt. Ja, Onkel Freeloot, ich danke dir, sei du auch nett zu deiner Mutti und ja, wir machen mal Il Nino. Frage und zwar sagt zu meiner Frage: Spielst du noch interessiert WoW oder bist du nur noch online wegen der Seite? Also, wenn ich in WoW online bin, muss ich wegen der Seite eigentlich jetzt schon länger nichts mehr machen. Ne? Also, ich habe ja Drachenseele, wie gesagt, für mich gespielt, genauso wie Looking for Raid Drachenseele für mich. Das war jetzt alles nichts, was ich für die Seite gemacht habe oder so. Ich habe da jetzt keinen Guide oder sowas draus gemacht. Daher, ja, ich spiele durchaus noch für mich WoW. Ich trinke im Moment auch mit Baragul einen Char auf 85 und wir haben da einiges mit vor. Also, ich spiele schon noch gerne auch WoW. Ist natürlich jetzt im Moment beim Start von SWTOR, dass man auch relativ viel SWTOR spielt, aber das ist ja klar, ne? Kannst du dir vorstellen, ganz auf SWTOR umzusteigen und mit WoW komplett aufzuhören? Nee. Wird es einen Talentplaner auf Venin.eu geben für SWTOR, was auf Deutsch lokalisiert ist? Müssen wir mal unseren Talentplan-Menschen fragen. Ja, falls ihr zuhört, Andi. Das wären meine Fragen. Ich wünsche dir alles Gute, guten Rutsch ins neue Jahr, besinnliche Feiertage mit deiner Familie und Freunden.
Gruß, Nino. Ja, danke. Evil möchte wissen, wie werden wohl die Expansion Packs aussehen? Ja, ich weiß nicht. Da wird irgendein anderer Jedi drauf sein. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Bin schon gespannt, wie das aussehen wird, alles hier in SWTOR. Finde, das Spiel hat auf jeden Fall mal Potenzial, um es mal so zu sagen. Ja. Gut, dann holen wir uns doch mal, würde ich sagen, wen haben wir denn hier alles? Ja, schon einige Leute noch da. Gamuno zum Beispiel hat wieder eine SWTOR-Frage. Passt ja eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir den nochmal. Gamuno, hi. Hallo. Du hast eine Frage, die ich dir beantworten kann. Und zwar, stell dir vor, du bist ein Neuling im MMORPG-Genre. Mhm. Du müsstest zwischen WoW und SWTOR entscheiden. Was würdest du eher nehmen und warum? Also als Neuling, habe ich viel Zeit? Ja. Also, habe wirklich viel Zeit. Dann würde ich wahrscheinlich... Aber wobei, ich kenne beide Spiele nicht, ja? Genau. Ach, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also, da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da müsste ich SWTOR noch ein bisschen weiter zu spielen. Deswegen würde ich sagen WoW. Weil wenn ich noch gar keine Ahnung hätte, WoW bietet halt so viel, so unglaublich viel und ist schon so wirklich ausgereift und ja, daher bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich dann quasi, ne, ja, dafür wegempfehlen würde. Also von daher würde ich WoW empfehlen. Okay, das war eigentlich... Okay. Du hast noch nichts gespielt oder war die Frage nicht persönlich? Doch, weil ich spiele im Moment WoW und frage mich, ob ich SWTOR wirklich spielen sollte. Ah ja. Ja, es ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel, aber es lohnt sich meiner Meinung nach, wie gesagt, schon, wenn man wirklich nur die ersten 50 Level machen will, um so ein bisschen die Story zu ja, genießen, ja? Ja. Also dafür lohnt es sich meiner Meinung nach schon. Aber... Das nur, ne, so aus meiner Sicht. Gut, Gamuno, dann danke ich dir, dass du gefragt hast und da warst. Und wünsche dir dann noch einen schönen Abend und tolle Weihnachten. Ne? Feier. Ja, danke. Lass dich gut beschenken. Okay, dann bis dann, ne? Bis dann. So, freudige Leute heute hier nur. Keiner, der mich flamet. Der Onkel Fühler möchte noch wissen, kann man Berufe ohne weiteres oder überhaupt verlernen und nachskillen in SWTOR? Also verlernen, ja. Nachskillen denke ich auch. Warum nicht? Klar, kostet halt nur, ne? Rico Chats, hey. Wird der Anfang von Mist of Pandaria wirklich 16 Bosse haben? Oder wird daraus noch weniger werden? Ich weiß gar nicht, wo du diese Information so her... Also war das so gesagt auf den Dungeon Raid Panels? Da erinnere ich mich nicht mehr so genau dran. Keine Ahnung, ob sie das wirklich machen werden. Ich denke, da müssen wir uns überraschen lassen. Was Blizzard sich da jetzt wirklich einfallen lässt, ne? Was denkt ihr, kommt als Mount für die Pandaren? Also... Hier, ich bin ja nur alleine hier. Was denke ich, kommt da als Mount? Also, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Außer irgendwas Größeres, so ähnlich wie ein Kodo, würde ich mir vorstellen können. Ja. Sonst kann ich mir da nichts vorstellen. Kann es sich Blizzard wirklich erlauben, ein Jahr lang auf Dragon's Soul live zu lassen, ohne was anderes? Nein, meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach müsste früher was kommen. Aber vielleicht soll es halt Diablo sein, ich weiß nicht. Wird die Mist of Pandaria Collector's Edition das gleiche enthalten wie die alten oder wird es mal was Neues geben? Ich denke, sie werden beim Bewerten bleiben. Fürchte ich. Was ist mit dem Projekt mit Mogi? Haha, gute Sache. Einer mit Gedächtnis. Ich weiß nicht, muss man mit Mogi reden, dass wir da wirklich mal zu ja was kommen langsam, ne? Da gebe ich euch recht. Also, ja, das ist halt eine wichtige Sache, dass wir da wirklich mal einfach was, ja... angehen. Er hatte mich da halt ein bisschen vertröstet, einfach weil er die Zeit nicht hatte, aber ich denke, mittlerweile wird er die Zeit haben und von daher sollte es da auch dann mal weitergehen. Da gebe ich euch vollkommen recht. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der nächsten Frage. Die kommt von Torsok. Hi, Venian. Mit dem Buch Strom der Dunkelheit wird gesagt, dass Cho'Gall und der gesamte Schattenhammer von den Schwarzfaustbrüdern vernichtet werden
Na gut, den Schattenhammer kann man ja wieder aufbauen, aber Cho'Gall hat mich immer einen sehr lebendigen Eindruck gemacht. Was glaubst du, ist der Cho'Gall, den wir kennen, ein Hochstapler oder hat ihn die Geliebte von Azorius ins Leben zurückgeholt und denkst du was anderes? Also irgendwie haben sie da eine Geschichte zu Cho'Gall gemacht, das weiß ich, die sie sich halt überlegt haben. Und aber ich kann ihnen die ehrlich gesagt beim besten Willen nicht mehr genau sagen, wie die Geschichte war, da ich ja die einfach schlichtweg mich nicht mehr genau dran erinnere. Ja, aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall eine Geschichte zu gibt, wie er wieder zurückkommt und so weiter. Ja, also das gibt es definitiv. Übrigens möchte ich noch mal kurz sagen zu den PvP-Items, wo ich jetzt gerade in SWTOR nach der Warteschlange eingeloggt bin. Es gibt da einen Absorptionswert, ja. Also tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, das wird wahrscheinlich dann sowas sein. Ja, oben blöde Frage, aber kann man auch live zuhören? Nee, kann man nicht, hatte ich schon beantwortet. Ja, dann haben wir noch drei Texte, die lese ich mal vor und dann kommen wir zu meinen restlichen Live-Gästen. Banjo, der erste Trailer zu vom The Hobbit ist erschienen und deine Erwartungen an den Film möchte man hier wissen. Hast du Lord of the Rings Online schon mal gespielt? Ja, nur ganz kurz. Hab mich überhaupt gar nicht überzeugt. Danke für das frohe Fest und den guten Rutsch und nochmal zu meinen Erwartungen. Also ich denke, der Film wird großartig werden. Ich habe mir gerade die Gefährten nochmal angeguckt und werde mir wahrscheinlich auch die restlichen Filme nochmal angucken, irgendwann in den nächsten Tagen. Und deswegen, ja, freue ich mich drauf. Kay möchte gerne wissen, wie mein Schwimmstil ist. Brustschwimmer, ja. Und ob es irgendwann mal einen Podcast geben wird, in dem Xas und ich live zu sehen sind. Bestimmt, ja. Ganz bestimmt. Kazu möchte von mir wissen, erstmal Hochachtung vor deiner Arbeit und der deines Teams. Die Seite ist und bleibt die beste MMO-Seite im Netz. Wie stehst du zur Entwicklung von Cataclysm? Meiner Meinung nach hat WoW mit 4.0 einen echten Boom an Anspruch und Vielfältigkeit erlebt. Die Instanzen haben einen gefordert. Man wurde für nichts zum nichts fürs Nichtstun beschenkt, alles gut in Szene gesetzt, nur leider ist es nicht auf Dauer. Man ist erst von 4.3 enttäuscht, da gebe ich dir recht. Ja, ich sehe auch, dass sich das eher nach unten entwickelt hat mit World of Warcraft, sagen ja auch die Abo-Zahlen, aber ja, warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich werde nochmal irgendwann jetzt demnächst so einen kleinen Fazit zu Cataclysm schreiben, da werde ich darauf auch nochmal eingehen, ja, weil ich habe zu Anfang mir wirklich sehr, sehr viel von Cataclysm versprochen. Jetzt auch, was versprichst du dir von SWTOR? Ja, also das ist für mich sehr schwierig. Ich habe einfach bei Cataclysm gesehen, der Anfang war einfach großartig, es war phänomenal, es hat mir unglaublich viel Spaß bereitet und im Nachhinein ist es halt wirklich ganz, ganz schlecht, also nicht ganz, ganz schlecht, aber Patch 4.3 hat mich halt überhaupt gar nicht überzeugt. Und ja, wenn ich das Spiel nicht generell so mögen würde, würde ich es wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr spielen. Ne? Deswegen bin ich da vorsichtig mit einer endgültigen Entscheidung. Ich glaube auf jeden Fall, bis 50 kann man super leveln, ohne Probleme. Ja, deswegen möchte ich jetzt halt nicht sagen, welches Potenzial in diesem Spiel steckt, weil das kann man so einfach nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, sie haben ein großes Potenzial, ob sie es ausschöpfen, das ist die Frage. Wie sehen deine Erwartungen an Guild Wars 2 aus? Ich habe mir bereits schon einiges angesehen und fand viele Mechaniken recht innovativ und ansprechend. Der Entwicklungsstatement, das ist ein kleiner Drache, hat sich auch in meinem Kopf verankert, hat schon was Episches. Ja, ich sage euch, das wird wahrscheinlich auch was wirklich Gutes werden. Ich bin da sehr gespannt. Wir haben ja zwei exzellente Mitarbeiter, vor allen Dingen, um ihn jetzt mal hervorzuheben, weil das würde er selber nämlich nicht machen. Der Nick macht da unglaublich viel für. Alex ist da mit Sicherheit auch bei, aber Nick vor allen Dingen ist super Mitarbeiter für Guild Wars 2. Danke an ihn nochmal dafür. Und natürlich auch an alle meine anderen Mitarbeiter, aber wo wir jetzt gerade hier Guild Wars 2 ansprechen, ne? Also zum Beispiel auch Rofilas und Andy machen einen super Job bei SWTOR im Moment und so weiter. Ja, was ist deiner Meinung nach das wichtige Standbein eines MMOs? Was muss ein MMO deiner Meinung nach besitzen, damit du es spielen würdest? Es muss Spaß machen. Es muss ja wirklich die Massen fesseln. Es muss Freunde fesseln. Man muss mit mehreren Leuten spielen können. Das sollte ja ein gutes MMO haben. Das hat SWTOR im Übrigen. Ich kann SWTOR nicht abonnieren, da ich unter 18 bin und keine CEC-Karte besitze. Was soll ich jetzt machen? Lysor, ganz einfach, kauf dir eine Gamecard. Gameladen zum Beispiel für 23,99 oder in deinem Saturn, da ist sie eigentlich 4-5 € teurer. Gibt es die zu kaufen, eintragen und du kannst spielen. Rob,
Ja, okay, hatte ich schon Frage auch schon beantwortet. Und dann kommen wir jetzt auch mal gleich zu Rob, denn der ist auch oben im Wartesaal. Hi Rob. Oh, hallo. Ja, du bist jetzt live, naja, live nicht, aber in der Aufnahme hier, um deine Frage zu stellen. Schieß los, Rob. Jo, die erste Frage ist, was hast du denn jetzt weiteres geplant mit der Venien-Gilde auf Erida? Ich habe das gerade schon mal kurz angesprochen, aber machen wir es vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher. Und zwar ist es so, dass die Gilde ja so ein bisschen vor die Hunde gegangen ist, wo ich ja groß Schuld dran trage, als halt so viel zu tun war bei mir und ich mich mehr so intensiv drum gekümmert habe nach dem Start von V-Gaming, nach dem Restart von Venien EU. Und ich habe mir überlegt, im Rahmen unseres Let's Plays hier mit Alex, Robby und Nick, werden wir auch 85 werden, werden dann auch weitere Sachen machen und ich wollte da dann vielleicht auch die Gilde quasi nochmal so ein bisschen mitnehmen, weil ich denke, das passt dann gut rein und ist wahrscheinlich jetzt die einzige Chance, weil der letzte Versuch hier mit dem Looking for Raid hat ja auch nicht wirklich, sage ich mal, geklappt, ne? Ja, richtig. Gut, werde ich so weitergeben. Weil es wurde heute schon nachgefragt. Was ist denn los und ja. Ja, also wie gesagt, wenn da Leute unterwegs wären, dann hätte ich das auch früher schon gemacht. Nur irgendwie kam halt bei den bisherigen Versuchen nicht so wirklich rum, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ja gut, okay. Ja. Nächste Frage. Wie denkst du über Patch 4.3? War der Content zu leicht? Er Weil war die vor allen Dingen Koreaner. schlecht präsentiert. Ich Okay. denke, es ist immer wichtig, wie präsentiert man seinen Content, wie baut man das Ganze auf, ne? Das, was letztlich zählt, die Verpackung, ist da einfach mit und das war, denke ich, ein großer Teil des Unmuts an Patch 4.3 und warum der an vielen Stellen so schlecht angekommen ist. Zu leicht war er allerdings außerdem. Hattest du damit gerechnet, dass die Koreaner einen Nein, First Kill machen? Nein, ne? hatte ich jetzt gerade auch zwar schon mal gesagt, aber nein, hatte ich echt Achso. nicht mitgerechnet. Okay, na gut. Ich habe noch zwei Torfragen. Ja, schieß los. Okay, wie lange denkst du, bis du Level 50 wirst? Ja, das ist so die Frage, ne? Also ich bin jetzt halt Level 24 aktuell, kurz vor 25, das werde ich auch wahrscheinlich heute noch machen. Ja, man könnte meinen, hast die Hälfte erreicht, aber ihr wisst ja, zu Anfang geht es immer schneller. Richtig, ja. Und ja, jetzt ist zum einen Weihnachten. Was noch nicht ganz so groß das große Problem ist, aber dann kriege ich auch noch Besuch nächste Woche. Der gute Nick und der gute Baragul und die gute Lou werden hier halt aufschlagen. Und ja, so ein paar Tage wird das Ganze gehen. Und deswegen werde ich da natürlich auch ein bisschen wenig Zeit haben. Ja, die hat gerade schon gesungen vorne, vorhin. Die hat gesungen, ja. Ja, sie hat ja mein. Sie hat ja etwas bekommen, sagen wir so. Wir wollen das hier nicht spoilern, ja. Genau. Gut. Was, oder? Genau, nee, was anderes noch. Games laden. Wenn man sich eine Gameladen. Gamecard bestellt für SWTOR, wie lange dauert die, bis die per E-Mail gekommen oder kommt? Also bei meiner ersten, ich habe zwei bestellt, weil Hm? Baragul auch eine brauchte, hatte ich ihm dort eine organisiert, weil er da keinen Dingsbums hat, Account. Und ja, die erste hatte ich bestellt, bevor die überhaupt draußen war. Okay. Und ja, die hat ein bisschen länger gedauert, weil die halt noch nicht da war. Die hat einen Tag gedauert, aber die danach für ihn ging im Prinzip instant. Okay. Gut, dann würde ich meine bald bekommen, bestimmt. Ne? Nee, gut, Wieso das hast war's. du die Hä? noch nicht und hast. Also ich kann dabei auch nur noch mal empfehlen, weil ich letztens mit einem Freund, der sich da einen Key geholt hat, bei dem hat es ein bisschen länger gedauert, weil der über PayPal bezahlt hat. Ja, hab Das ich auch, Problem ja. ist, bei PayPal ist ja vielleicht eine nette Zahlungsmethode auf einer Art und Weise. Das Problem ist aber, dass so unglaublich viele gecrackte PayPal-Accounts da unterwegs sind da draußen. Und ja, dass da innerhalb von einer Stunde zum Beispiel ganz häufig dann irgendwie die Nachricht kommt, das ganze Geld ist einbehalten. Das hatte ich schon mal bei einer eigenen Auktion. Da kam irgendwie nach einer Stunde, wo ich dann schon dachte, ja, Geld ist weg, habe ich dann, das war auch was man halt per Mail verschicken konnte, habe ich dann verschickt und stand dann am Ende da und hatte nix, ja. Und deswegen denke ich, dass das aus diesem Grund ein bisschen länger dauern wird. Ich bezahle immer per Sofortüberweisung, ja. Das hatte ich sonst auch Falls immer gemacht, ja. eben da hier dann am Ende die Fragen sind, ja, wenn du hast gesagt 5 Minuten und ich habe so und so lange gebraucht, liegt halt Böser daran. Benjen.
Sofortüberweisung ist halt was sofort rausgeht, ne? Ja, stimmt, ja. Das wird direkt abgebucht. Richtig, und daher ja, ist das immer was anderes, ne? Dann kommt es natürlich auch noch ein bisschen vielleicht drauf an, wie lange ihr schon Kunde seid, weil man muss sich da echt immer so ein bisschen rückversichern, ja. Das ist aber egal. Das ist halt, ganz viele Leute fragen mich danach, deswegen, ja, egal. Sonst lass uns nicht weiter darüber reden, sonst denken die Leute, wir wollen hier nur Werbung machen oder so. Nein, 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 nein. Ich war von da bestellt und ja, warte noch drauf. Darum habe ich mal gefragt, komm. Ja. Ja, gut, nee, das war's dann und ich. Wir hatten auch noch abgesprochen, du wolltest was zu Geldraum fragen. Gott, Rob. Nein, Scherz, natürlich nicht. Jetzt ist Rob auch völlig irritiert. Nee, ich wollte nur den Leuten gleich mal Futter geben, die sagen, ja, Rob wurde bezahlt, damit er nach Gameladen fragt, ne? Ja, ist natürlich Nein, nicht so, ne? nein. Und dann hätten wir jetzt noch über Guildhorn sprechen können, abgesprochenerweise, dann wäre das ungefähr derselbe Effekt gewesen. Nee, super, Rob, alles klar. Ich habe aber gehört, die machen super Webpages. Nee, und hier ist aber. Nein. Nein, Scherz. In diesem Sinne, ich danke dir. Wir sprechen uns ja wahrscheinlich eh noch, Ja. was die Leute erwarten wird, wenn sie spätestens den Podcast hören. Ganz große Sache. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall und wünsche Schöne dir noch einen. Weihnachten, ne, Genau, falls dir man sich nicht auch. mehr sieht. Und Und ja, bis dann. genau, bis Jo, dann. Tschüss. ciao. So, also wirklich nicht abgesprochen. Das war jetzt zum Schluss auch nur ein Spaß, ja. So, dann hole ich mir doch mal Sila rein. Hat auch eine WoW-Frage. Guten Abend, Sila. Falls du da bist. Hallo, Hallo. Du hast ich bin eine da. WoW-Frage? Nicht? Ja, nein, Jo, vielleicht? was heißt WoW-Frage? Und ich wollte dich eigentlich nur fragen, wann du mich haben deine Hexablocks immer sehr interessiert mit zum Beispiel, was war das mit Dex damals von For the Horde? War Ah, das richtig? Ja, du meinst halt so dieses Frag die Klasse, ne? Wann Ja. mal wieder einer rund? Naja, ursprünglich war es so Genau. geplant, dass ich das Ganze mit FTH mache. Hatten da auch schon das erste in Planung, aber dann kam der Patch und kam der Ban für FTH und kam, dass sich einige Leute eben dort abgesetzt haben, sozusagen nach SWTOR. Und da müssen wir erstmal schauen. Da werde ich mit Arion nochmal drüber sprechen, der ist jetzt ja Guildlead bei FTH, dass wir das jetzt in Zukunft nochmal machen. Aber war halt für jetzt im Moment erstmal ja, auf Eis gelegt, einfach bis das Ganze da geklärt ist bei denen, ne? Weil da quasi ja mein Partner nicht mehr da war. Ich glaube, Dex spielt auch jetzt Alles SWTOR. klar. Ja, sonst noch eine Okay, Frage? gut. Das war schon meine Frage. Alles Nee, das klar, war's. ja. Dann danke fürs Vorbeischauen. Finde ich super. Und ja, dir noch einen schönen Abend, Jo. ja? Frohe Weihnachten. Ja, und dir auch, wenn den und mach weiter so, ne? Danke, gerne, gerne. Machst du gut. So, dann haben wir nochmal Ilnura. Holen wir hier auch nochmal rein. Guten Abend, Ilunara. So, war es Hallo, richtig, ne? Venian. Guten Abend. Genau, war richtig. Ja, du hast eine Frage zu Venian EU anscheinend. Genau. Und zwar dreht sich da um das Fansite-Programm. Das war ja schon in der Vergangenheit ab und zu mal ein Thema, wo es noch wegen der Goldzeller-Werbung ging oder so. Ja, Fansite-Programm kannst du nicht werden. Mich würde allgemein mal interessieren, wie funktioniert das überhaupt? Wie wird man eine Fansite? Gibt es da Regularien oder ja, sowas allgemein? Und wie es da bei Venian EU momentan aussieht, ob man da irgendwas zu sagen kann? Man muss sich da bewerben bei Blizzard. Ah, okay. Die musst du da halt anschreiben und sagen, hier, hallo, wir würden gerne Fanside werben. Und im Moment ist es so, dass Blizzard ja meinen Antrag quasi prüft noch. Die Ah, haben okay. mir vor kurzem eine Mail geschrieben, dass sie das nicht vergessen haben, dass jetzt das vor Weihnachten aber nichts mehr wird, sie mir ein frohes Weihnachtsfest wünschen, etc. Gerade erst heute, daher lustig, dass du die Frage stellst. Okay. War eine sehr nette Mail, aber die brauchen halt noch einen Moment, um ja, quasi mir da eine Antwort geben zu können. Ah, okay. Und dann kann man so exklusive Interviews führen oder welche Ja, Vorteile es hat bieten gar sich nicht so denn?
riesenhafte Vorteile. Der Vorteil, den ich mir halt erhoffe, ist zum Beispiel sowas wie auf der Gamescom, dass man da auch wirklich eventuell mal ja entweder alleine oder als Teil einer Gruppe sich mit Tom Chilton unterhalten kann, dass man irgendwie so Beta-Key-Giveaways mitmachen kann, solche Geschichten halt, ne? Ja. Vielleicht auch von Blizzard auf der Page erwähnt wird, ja, dass man da einfach mit denen zusammenarbeitet, ist mir natürlich wichtig und aus dem Grund versuche ich das ja auch nur und habe mich da eben ja auch von Goldsellern getrennt. Ah ja, und bei BioWare gibt es auch so ein Partnerprogramm oder? Ja, EA? Also da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich glaube schon, ja. Ich war da auch in Kontakt mit dem Community Manager, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Ich will ihn jetzt auch gerade nicht nerven, weil ich mir denke, dass der sicherlich... Ja, wahrscheinlich anderes gerade zu tun hat, ne? Ja, genau, viel zu tun hat und daher, wie das da genau läuft und so weiter, werde ich da auf jeden Fall mit ihm auch nochmal besprechen, aber... Ah ja, okay. Wäre ich dann natürlich auch dran, klar. Also ich würde es ja begrüßen. Ja. Weil was mir immer auffällt, dass man bei den Interviews, die man irgendwie auf der Gamescom oder so sieht, da häufig Fragen dabei sind, die halt jeder normale Mensch irgendwie googeln kann oder so. Also dass da selten Fragen dabei sind, die halt wirklich mal interessant werden oder so. Dass halt viele allgemeine Fragen sind. Also das wäre halt schon cool, weil ich mir denke, du wirst da wahrscheinlich halt auch mal, so denke ich mir jedenfalls auch mal Fragen. Ja, so. Sind im Internet, ne? Ist ja auch, also es sind natürlich einige Sachen, muss man ja auch mal jetzt die Kollegen in Schutz nehmen, die wahrscheinlich nicht gestellt werden dürfen. Aber trotzdem denke ich mir, dass manche Fragen durchaus hätten, wahrscheinlich auch die nicht verboten wären, interessanter gestellt werden können. Ich hatte ja da in der Vergangenheit schon öfter mal ja den einen oder anderen kritisiert, der da vielleicht Fragen gestellt hat. Ich finde zum Beispiel den Boba von Alvatar, den finde ich immer recht cool, was der so an Fragen da stellt, der macht das ganz gut. Beim Kollegen Gary Leusch habe ich ja des Öfteren schon mal was kritisiert. Ja, aber ich würde es einfach gerne mal selber machen, sage ich mal so. Ne? Man sagt ja immer, ja, wenn du was kritisierst, dann mach's besser. Ich würde zumindest die Chance gerne haben, das zu versuchen. Ne? Ja, was mir halt irgendwie so ein bisschen fehlt, dass man wirklich sagt, hier, schreibt eure Fragen rein, was habt ihr für eine Fragen an Tom Chilton zum Beispiel und klar, dass dann halt Fragen direkt machen, ne? Von der Community halt mal kommen. Ne? Ja, also sowas würde ich natürlich halt auch sammeln. Das wäre eine coole Sache. Ne? Wir haben das ja alles, was wir, ich weiß gar nicht zu welchem Thema, wir hatten ja bei einigen Leuten einen wirklichen Termin, wo wir haben auch Fragen stellen können und da haben wir auch vorher in der Community nachgefragt, ich glaube bei Terra vor allen Dingen und ja, das waren halt noch nicht die großen Titel letztes Mal, ne? Guild Wars 2 und so. BioWare hat ja selber gar nichts gesagt, das war ganz nett. Ja, gut, die Informationspolitik von BioWare war ja eh ein bisschen komisch oder so, sage ich mal im Vorfeld. Anders auf jeden Fall. Ja, anders, so könnte man es nennen, ja. Ja. Gut. Ja, gut. Freut mich. Klar. Ja, dann wünsche ich dir wie den anderen zuvor auch ein schönes Weihnachtsfest. Lass dich gut beschenken oder beschenke gut. Und Dankeschön nochmal für die Arbeit. Ich denke, das hörst du zwar ziemlich oft, aber man sollte es ja trotzdem nochmal erwähnen. Ja. Gut, also, dann dir noch einen schönen Abend. Ne? Danke, ebenfalls. Tschüss. Gutes neues Jahr. Ne? Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, dann haben wir nochmal Lazy Orc, glaube ich zumindest. Tschüss mal rein. Lazy Orc, konnte ich noch mal was für dich tun? Ist noch eine Frage in den Sinn gekommen? Nicht? Lazy Orc war halt noch mal in so einem WoW-Channel und deswegen dachte ich, ja, dass er noch eine Frage hat. Aber scheinbar nicht. Ja, liebe Leute, das waren die Fragen. Ich habe überlegt, ob hier eine Weihnachtsansprache richtig wäre, aber ich denke, die würde ich einfach zu Neujahr nochmal machen, so eine richtige, und jetzt dann nur nochmal dazu kommen. Ich danke euch ja allen fürs Zuhören, Zuschauen, ganz wie man möchte. Freue mich, wenn es euch gefällt, ja, da freue ich mich wirklich immer wieder drüber, wenn es Leuten gefällt, was wir hier so machen. Und apropos wir, ich möchte mich nochmal auch für die ganze Arbeit bei meinen Mitarbeitern bedanken, die in den letzten Monaten dazugestoßen sind und Venian.eu natürlich auch noch zu was ganz Speziellem machen. Ne? Wie ein guter Herr letztlich in den Comments geflamed hat, ist natürlich mittlerweile so die Hälfte an News auch wirklich von jemand anders, nicht nur von mir. Also ich habe das mal nachgezählt. In den letzten 10 Tagen habe ich 21 Sachen gemacht. Früher habe ich übrigens nur so einen pro Tag gemacht, deswegen habe ich mich da schon deutlich gesteigert auch selber.
Aber nochmal weitere 20 kommen dann von anderen Leuten. Und da sind halt wirklich eine Menge Leute aktiv bei VenienEU, ne? Und an die geht natürlich in erster Linie auf jeden Fall ganz klar mein Dank, ne? Angefangen wäre es natürlich dann bei unseren beiden Programmierern, beim Christian, der die Website programmiert hat, beziehungsweise beim Sebastian, der die Grafiken herstellt, beim Andy, aka Grain, den ich schon erwähnte, der ganz viel optisch auch macht an der Seite, den Talentplaner etc. Danke an dich, Andy, und an Philipp, aka Phil, auch nochmal ein herzliches Dankeschön, der macht ganz viele Intros, die er so kennt und liebt, ja. Genauso ein großes Dank an Elvantor, der sich um ganz viele Dinge kümmert. Genauso wie Exceed, der bei WoW vor allen Dingen im Moment eine Interface-Show am Start hat. An die liebe Sarah, Serena, die ja auch viele unterschiedliche Dinge beiträgt zur Seite. An den Sebastian, der mir jetzt vor allen Dingen bei den Hardmod-Guides hilft, dass wir die haben. Die hatten wir das letzte Mal gar nicht. Der ja, hilft da natürlich an Alex, aka Sputti, für seine Arbeit in allen Bereichen. Bei Baragul, aka Robby, für seine Tätigkeit im Newsbereich auf VenienEU und natürlich wie Gaming. Bei Kingdom, aka Dominik, Nick, wie auch immer ihr möchtet. Ja, allen drei nochmal für ihre Arbeit beim Let's Play mit. Macht furchtbar Spaß mit euch. Nächste Woche sehen wir uns ja eh. Bei Lou möchte ich mich bedanken. Ist ja quasi meine Sekretärin, falls ihr die schon kennt. Ich möchte mich bedanken bei Alex, dem Sekretär meiner Sekretärin quasi. Ist ein anderer Alex übrigens, ja. Nur, dass ihr nicht durcheinander kommt. Bei Rofilas, ja, unserem Star Wars The Old Republic-Experten. Bei Totem, aka Henrik, der im Moment für Diablo 3 die Stange hält. Bei, na, wen finde ich denn hier noch so? Survivor für die Frage der Woche, ja. Bei, der Diva, die Freundin vom Sebastian. Ha, bei natürlich Jenny, die Korrekturleserin von Venian EU ist, ja, ganz dringend. Bei, ich weiß nicht, ob ich wen vergessen habe, ja, Sputti habe ich. Das sind jetzt alle Leute, die in den letzten 2 Wochen hier News geschrieben haben. Ja, wenn ich jemanden vergessen habe, ich schaue nochmal in meine Teamübersicht. Keith für V-Gaming. Ja, ich bedanke mich außerdem noch ganz herzlich bei. Ja, bei wem denn wohl? Ich guck mal. Mensch, ich habe tatsächlich alle schon. Benny möchte ich auch noch bedanken. So, den hatte ich noch nicht. V-Gaming natürlich beim Killer 7, den habe ich natürlich auch noch vergessen vom V-Gaming. Und ja, bei allen, bei denen ich mich jetzt noch nicht bedankt habe, bedanke ich mich auch bei der Community natürlich vor allen Dingen. Und ich wünsche euch allen ein ganz frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns gediegen, bleibt in den EU treu. Also, ich danke euch jedenfalls für alles, ja. Ich habe ganz vielen Leuten gedankt und hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Frag Venien Spezial. Und ich habe sie auf jeden Fall gehabt. Bis zum nächsten Mal, euer Venien.